Für die fraktionslosen Abgeordneten hat jetzt das Wort Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Zur Geschäftsordnung. Setzen Sie sich bitte hin. Das Wort hat jetzt die Kollegin Le Pen. Frau Le Pen, bitte reden Sie jetzt. Bitte nehmen Sie, Herr Kollege, bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nicht das Wort. Ja. Bitte nehmen Sie Platz, Sie haben nicht das Wort. Das Wort hat die Kollegin Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Le 25 Mai dernier. Am 25. Mai sind die europäischen Völker aufgewacht. Dann muss ich Sie leider aus dem Saal weisen. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt zum letzten Mal auf. Bitte bringen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Bitte verlassen Sie jetzt den Saal. Herr Abgeordneter, Sie verlassen jetzt den Saal. Okay. Bitte führen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Dankeschön. Okay. Bitte, Herr Abgeordneter, verlassen Sie den Saal. Bien. Le 25 Mai dernier. Am 25. Sekunde, bitte. Augenblick, Herr Abgeordneter Papadakis. Bitte verlassen Sie den Saal. Sie können hier nicht in dieser Art und Weise die Ordnung stören. Bitte gehen Sie. Sie können zur Abstimmung wieder reinkommen, aber ich schließe Sie jetzt von der Sitzung aus. Oh, la, la. Ja, okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur Président. Vielen Dank, Herr Präsident. Am 15. Mai sind die europäischen Völker aufgewacht und der alte Kontinent wurde aufgerüttelt. Verschiedene Nationen, vor allem Frankreich, das ich hier vertrete in dieser Versammlung, verschiedene Völker haben sich entschieden, eine deutliche Botschaft auszusenden. Ja, auch wenn es ihnen nicht gefällt, meine lieben Mitfranzosen. Also die Franzosen haben eine ganz klare Botschaft ausgesandt. Nein zu Brüssel, nein zur Konfiszierung der Demokratie, nein zur Dummheit der regressiven Politik, nein zur Deklassierung, nein zur organisierten, massiven Immigration, nein zur Vernichtung unserer Identität, ja zu unseren Nationen. Die Europäische Union ist ein verrücktes Projekt geworden, ein tödliches Projekt. Und das merken die Bürger und wenden sich davon ab. Aber nach den Wahlen haben die Politiker eines anderen Zeitalters, die ihre Privilegien verteidigen wollen und die das System verteidigen wollen, ja, diese weigern sich hier zu handeln. Und sie beweisen das heute. Und sie möchten Interessen verteidigen, die nicht die Interessen unserer Völker sind. Und diese Interessen wurden in den Wahlen gezeigt. Und deswegen möchte man sich jetzt hier, möchte man hier den Rücken diesen Wahlen kehren. Die Christdemokraten, die Sozialdemokraten haben ihre alten Methoden angewendet. Sie haben sich Posten zugeschoben und sie haben sich ausgesprochen gegen die Integrität, die in den Wahlen zum Ausdruck wurde. Die UMP, die Parti Socialiste, die französischen Parteien haben sich den Kuchen verteilt. Ich diesen Ausschuss, ich das Parlament, du wählst für mich, dann werde ich für dich dort stimmen. Ja, und da darf man sich doch nichts vormachen. Die europäischen Völker haben Jean-Claude Juncker nicht gewählt oder Herrn Schulz. Beide sind in den Mitgliedern der Europäischen Union vollkommen Unbekannte, die nichts vertreten und nichts verkörpern. Herr Juncker, Sie kamen an die Spitze einer Institution, die die Bürger Frankreichs ablehnen, ihr keine Legitimität zuschreiben. Sie sind kein Volksgewählter. Sie wurden nicht vom französischen Volk gewählt, auch nicht von einem anderen Volk. Sie sind also, können nicht vorgeben, dass sie hier das Leben unserer Bürger regeln können. Sie haben eine illegitime Vollmacht und das werden sie haben aufgrund eines Vertrages, das den Völkern aufgezwängt wurde, trotz der Abstimmung und aufgrund der Industrielobbys, die sich einsetzen und dafür sorgen, dass das Ganze der Korruption ausgesetzt wird.
Hier gibt es keine Demokratie, Herr Juncker. Sie haben mal etwas erklärt, und zwar im Dezember 1999 in einer deutschen Zeitung. Sie sagten, wir setzen die Entscheidung um, dann warten wir ein bisschen, was geschieht. Wenn es dann keine Revolten gibt, keinen Aufschrei gibt, wenn die Mehrheit nicht versteht, was entschieden wurde, dann machen wir einfach weiter, bis es letztendlich keinen Weg zurück gibt. Ja, welch ein Eingeständnis, welch ein Zynismus. Um Herrn Barroso zu ergänzen, hätte Herr Schulz ihren Platz einnehmen können. Aber gut, ist ja egal. Also die gleichen Leitlinien werden die Politik der Kommission leiten. Und zwar möchte man den Staat bekämpfen in einer föderalistischen Utopie. Und das wäre ein Misserfolg für unsere Völker, vor allem für das große Volk Frankreichs, mein Volk. Weniger Demokratie, mehr Ungleichheit und mehr Betrug an unserer nationalen Identität. Sie werden weiterhin, wie auch Herr Barroso, am Unheil unserer Völker teilnehmen. Sie werden weiterhin ein Steuerparadies leiten. Jetzt möchten Sie das in Europa tun. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich eine Beförderung. Aber Ihre föderalistische Utopie, Ihre Utopie des Endes, der Nation, das werden wir bekämpfen. Das werden wir hier tun und in unseren einzelnen Heimatstaaten. Wir werden das noch energischer tun, weil wir feststellen, dass wir in unseren Nationen immer mehr Stimmen bekommen. In Frankreich, aber auch in anderen Ländern sind die Patrioten am stärksten geworden. Sie werden gestärkt durch die Wahlen. Wahl nach Wahl werden sie gestärkt und warten nur noch auf einen Moment, dass sie endlich ihre Kommission und diese ganze europäische Technostruktur in den Papierkorb der Geschichte werfen können. Und wir werden in der Zwischenzeit gegen sie stimmen. Und sie können sich sicher sein, dass wir die Patrioten sind, die gewählt wurden. Und wir werden ganz genau ihre Fehler und ihre Taten beobachten. Und das französische Volk wird sich aufwenden gegen diese Taten. Sie werden überwacht, wie Sie selbst ein solches System aufgebaut haben. Und Sie haben uns gegen die Wand gefahren, aber Sie wollten das Ergebnis der Wahlen nicht berücksichtigen. Und wir werden weiterhin ohne Unterbrechung gegen Sie kämpfen. Das Wort hat jetzt Herr Juncker, bitte.